in der Pause wieder mal ein bisschen recherchiert wegen des religiösen Attributs, was für manche Camping-Skills wichtig ist. Und das sieht so aus, als wären Leper, Vestal und Crusader religiös. Und das hängt nicht von den Quirks ab, sondern von der Klasse, wie es aussieht. Wieder was gelernt. So, den letzten Dungeon haben wir sehr gut überstanden. Das hat hervorragend funktioniert. So soll es auch gehen. Ein bisschen Stress hat sich trotzdem ausgebreitet bei Gernon. Ansonsten ging es einigermaßen gut. Bostel noch ein bisschen. Und ich glaube, Bachile werde ich rausschmeißen. Ich brauche ja nicht vier Vestals. Vor allem macht Bostel sich, macht sich ja ganz gut hier, soweit. Gucken wir mal, wen wir aber bekommen haben. Schon wieder ein Vestal. Ich bekomme immer Vestals angedreht, ohne Ende. Was soll denn das? Knack, gucken wir uns nochmal die Spells von ihm an. Da, von dem, was hat denn der? Wheel Tactician. Ja. Noxious Blast. Infiziert ihn mit Blight. Blade Grenade. Mit Blight. Blinding Gas. Stunt zwei Leute, das ist relativ gut. Ansonsten arbeitet er viel mit Blight und Bleeds. Was auch resistet werden kann, was so ein bisschen das Problem ist. Ich gucke mir das gerade mal durch. Das Blinding Gas ist halt relativ gut. Das stunt die hinteren beiden. Obwohl ich eigentlich die hinteren beiden immer eher lieber töten würde schnell, weil die vorderen die tanky sind. Und hier kann man Leute durcheinander wirbeln. Ja, mittel. So. Ups, zwei. Vestals, aber die interessieren mich nicht so. Guck mal kurz bei den Hellions, ob da was Gutes dabei ist. Das ist nicht so spannend. Zwei Speed allgemein ist natürlich nicht schlecht. Kleptomanisch. Und stressresistent weniger, wenn es hell ist. Das überzeugt mich alles nicht. Schade. Alles nicht wirklich überzeugend, was dabei rumkam. So, wir gehen mal ins genau. Sanitarium. Für ein bisschen Tacken oder für auch relativ wenige kann ich die Treatment Cost reduzieren. Davon habe ich eh genug. Experimental techniques and tonics can overcome Ich things könnte zwei a Slots machen, sharpened brauche ich aber jetzt sword nicht so cannot. dringend. So werden wir die Büsten mal los. The front line of this war is not in the dungeon, but rather Der inside Golem hat gar the keine mind. negativen Quirks oder was? Was ist bescheuert? Was mit Sarah? Auch nicht so schlimme. Was mit verdammter Axt? Der hat ein paar. Da weiß man bloß nicht, wie die sich auswirken. Bloodthirsty. Ich guck mal, das gucke ich auch mal kurz nach. Das interessiert mich jetzt auch mal. Darkest Dungeon. Bloodthirsty. Was macht denn das? What do these quirks do? Genau. Gute Frage. So. Bloodthirsty. Ja. Wird nicht erklärt. Vielen Dank. Ach, das hat dann damit zu tun, dass sie automatisch manchmal Aktionen machen im Dungeon, dass sie zum Beispiel automatisch einen Curio anfassen, wenn sie Bloodthirsty sind. Das heißt, hier eine Iron Maiden, eine eiserne Jungfrau, werden sie automatisch untersuchen und dann vielleicht sich verletzen, anstatt dass man dann vorher ein entsprechendes Item benutzen kann. Und das Ganze. Dagnomania, jetzt gucke ich jetzt auch nochmal kurz nach, ob das da steht. So ganz genau wird es nicht erklärt. Das ist halt wie vieles in dem Spiel leider.
so halb erklärt immer nur. Guck mal, ob ich noch mal zu Bloodthirsty was finde. So genau wird es nicht erklärt, aber... Nee. Schade, also es wird nicht... Das steht selbst in den Wikis nicht. In dem Spiel ist anscheinend noch nicht rausgekommen. Dann habe ich das abgegradet, bevor ich gesehen habe, dass ich überhaupt nichts Dringendes brauche. 10 Bleed Resist. Ja, als würde das Bleed so oft vorkommen. Wie teuer ist es denn, den verdammten Axt da in die Klapse zu schicken? 900. Ja, machen wir es halt. Was soll's. Jetzt haben wir es schon abgegradet. Dann vielleicht rettet mir das mal den Arsch, dass er da nicht an der Blutung stirbt oder so. Wer weiß, wer weiß. Besser ist besser. So, der Gernon, der geht mal hier schön zocken. Ja, die anderen drei kann ich eh nicht mitnehmen. Wie sieht die nächste Gruppe denn aus? Mira, Darcy, Bostel und Columbell. Das wird die nächste Gruppe sein. Das heißt, die... Aber das lohnt sich auch nicht wegen 12 Stress, jemanden dahin zu schicken, oder? Finde ich auch ein bisschen übertrieben. Das kostet mich ja alles Geld. Gibt es denn schöne neue Trinkets? Disease Resist, weniger Max HP? Nein. Stress Resist und Genauigkeit, weniger Crit, weniger Damage. Aha. Okay. Gegen Monster, gegen Beasts einfach mehr Schaden. Das könnte mal ganz nett sein. Max HP und weniger Stressresistenz. Nochmal Stun. Skills, das Stun-Amulett. Und Stress-Heal. Wir haben bei Bostel, haben wir ja schon, dass sie am Anfang schnell ist. Vielleicht gebe ich das jemand anders. Dieses Stun-Amulett. Ich will halt Stun. Ich will verdammte Axt Leute Stun. Das kaufe ich mir. Obwohl, es kostet 9000. Dann müssen wir es andersrum machen. Wir gucken mal, was für ein Dungeon sich mir anbietet. Wir wollen wieder Deeds und Porträts eigentlich. Also wären die beiden möglich. Es sollte ein Short Dungeon sein. Damit ich nicht viel kaufen muss. Man kriegt 3000 und man kriegt das Stun. Das Stun kriege ich ja hier dazu. Dann brauche ich mir nicht für 9000 kaufen. Weil so viel Stun-Amulette brauche ich dann auch nicht. Ja, dann brauche ich mir gar nicht kaufen. Dann haben wir eh schon geklärt, was wir machen. Nur mal kurz gucken. Wir nehmen Mira mit. Wir nehmen Darcy mit. Wir nehmen Bostel mit. Und Columbell. Wir werden nicht so viel Schaden haben. Mira muss ordentlich austeilen. Die mit 3 kann man eh nicht mitnehmen. Das sieht man ja hier. Die sind sich zu fein. Dafür. Okay, das passt. Für den normalen Dungeon, was werde ich denn noch upgraden? Ich bin gar nicht ganz sicher. Es ist ein bisschen gemein natürlich mit in den Ruins. Gehen wir in die Ruinen? Ne, in die Warrens. Das Problem bei Mira ist, ja, ich brauche noch irgendwie einen normalen Angriff, den sie machen kann, ohne dass sich selber debufft eigentlich. Ich muss mal bei ihr nochmal die genauen Sachen durchgehen, dass ich sie halt als vernünftigen Charakter mitnehmen kann. Weil es ist ein bisschen schwierig mit ihr, dass sie sich so oft selber debufft. Also wenn sie vorne steht, Wicked Hack, If It Bleeds hat mehr Anwendungsmöglichkeiten. 80, das ist sogar eine hohe Treffergenauigkeit. Und eine Blutung, ist gar nicht so schlecht. Ein Sworn trifft ihn ganz hinten, was ziemlich cool ist. Barbaric Yarp und Breakthrough trifft halt mehrere. Eigentlich Breakthrough ist nicht stark genug. Es trifft zwar 3, macht aber praktisch nur 50% mehr Schaden als bei einem einzelnen. Und hat danach den Debuff. Das ist eigentlich ziemlich mies. Adrenaline Rush gibt ihr Damage und Genauigkeit wieder, was ganz nett ist. So, aber ich möchte als neuen Skill eigentlich entweder Bleed Out oder If It Bleeds lernen. Bleed Out
Gibt auch wieder einen Debuff. 2 für 3, 3 für 3. Macht aber ordentlich Schaden, also Bonusschaden noch und Bonus-Crit. Danach der Debuff ist auch scheiße. Ich werde, glaube ich, nochmal If It Bleeds lernen und Breakthrough weglassen. So. Großartig upgraden brauchen wir jetzt nicht mit dem Geld. Was das hier macht, wissen wir, weiß ich auch noch nicht. So, wie sieht's denn aus? Graveyard. Ich überlege, ob ich noch irgendwas Wichtiges machen muss. Blacksmith. Sieht eigentlich ganz gut aus. Die Dingens braucht man nicht. Machen wir einfach mal einen schnellen Run jetzt. So, zack. Mira rein. Column Bell rein. Darcy und Bostel. Ups. So, Darcy. Hat den Gruppenheil nicht, dafür Illumination. Das passt alles an der Stelle erstmal. Mira steht weit vorne, braucht das ja auch. Columbell kann Lunge von ganz hinten machen. Flashing Daggers passt auch. Gucken wir nachher später mal, ob wir davon nochmal was lernen. Poison Dart oder das. Das könnte ganz gut sein. Die Genauigkeit kann man nochmal erhöhen. Das ist auch krass. Ist doch schon bei 90. Wie soll man die genau, warum soll man die Genauigkeit denn nochmal erhöhen? Jetzt gucken wir ganz kurz an die Trinkets rein. Ja, das brauchen wir gar nicht, weil wir es nicht mitnehmen. Das ist auch so eins der Trinkets, was nicht so spannend aussieht. Hat zwei. So, Darcy hat keine Trinkets. Columbell hat die von vorhin noch. Der kann mir seine noch abgeben. Und Gernon kann seine auch abgeben. Dann geben wir nämlich jemand anders. So, kriegt nämlich Mira hier noch schön Trinkets. Sie kriegt Max HP. Und ist ihr Problem Genauigkeit. Genauigkeit ist gar nicht so schlecht bei ihr. So. Scouting Chance und Dodge. Ach, ist nur für den Highwayman. Und dann kriegt Darcy halt das noch. So, das passt. Und ganz kurz auch, was das eigentlich für sind. 5 Dodge. Weniger Genauigkeit. So, das könnte eigentlich Grave Robber ruhig nehmen. Ist sie nicht so 5 Dodge, weniger Genauigkeit. Das geht schon bei ihr. Das ist nicht so gut. Grave Robber, 15 Damage. 30% so Debuff Skills. 8. Ist eigentlich mehr und hat weniger. Das ist ziemlich gut. So schlecht ist das gar nicht mit dem Dodge, aber das hier ist noch besser. Grave Robber. So, dann gebe ich hier das, die Bracer noch so. Zack, zack, zack. Darcy kriegt noch mehr Dodge. Dann habe ich hier noch einmal 5 Dodge minus 2 Genauigkeit übrig, aber das brauche ich jetzt noch nicht verteilen. Das ist aber unter Umständen auch nicht so verkehrt. So, Provisionen in einem normalen Dungeon. Ja, reicht eigentlich. So viel fressen die ja nicht in einem normalen Dungeon. Macht ja auch keine Pause. Mal alles einmal mitnehmen. So, 8 Fackeln, mein Gott. 6 Mal essen. Nehmen wir noch 2 mit, 150 Gold wird nicht Unterschied machen. Und da räumen wir jetzt mal den Warrens richtig schnell auf. Zack, 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 ich prüge mich da jetzt einfach durch. Gar nicht lang rumdiskutieren. Die verhauen wir einfach. Die Reihenfolge ist richtig. Ein bisschen verwirrend, dann gehen wir hier oben lang. So. Einmal im Kreis gucken, da vorbei. Alle Room Battles müssen wir ausfüllen. Erledigen. Da brauchen wir schon die erste Schaufel. Columbell. Confidence surges as the enemy crumbles.
So, stunnen wir mal den einen Gegner. Hat sie zwar Minus Damage, aber dann kann sie jetzt nichts machen. Man muss einfach in Ruhe verhauen. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Mal ganz kurz gucken, wer auf der 2 und wer auf der 3 steht. Ne, das glaube ich schon richtig so. So, weiter geht's. Hier brauchen wir schon eine Schaufel. Such blockages are unsurprising. These tunnels wir natürlich auch andersrum gehen können, aber so viel Zeit will ich auch nicht verschwenden. So, Okkult. Da brauchen wir... Holy Water. Na toll. Das stand ein bisschen falsch im Wiki. Sehr schön. Man hätte gar nichts machen sollen. Na egal. Das ist jetzt ein schlechter Anfang. Mit dem Debuff. Naja, schaffen wir trotzdem. Passt, glaube ich, zu wenig auf. Bestimmt haben wir uns unten gesehen. Na, vielleicht auch nicht. So. Zack, 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 zack. Oh, was liegt hier? Pile of Scrolls. Torch kriegt man einen random negative Quirk. Okay, das macht mal. Deswegen, also eine Torch benutzen wir damit nicht. Na komm. Slayer of the Beast. Mehr Schaden gegen Biester. Genauigkeit vor allem. Alles gar nicht schlecht gegen Hunde. 10% Genauigkeit. Da trifft man halt dann mal die Stunts besser. Ist jetzt nicht so super. Es gäbe durchaus bessere Quirks für ein Vestal. Aber. Ist das denn? Dinner Card. Wo ist das denn Dinner mit den ganzen kaputten Leuten? Da stimmt doch was nicht. Da kann man die Herbs mit benutzen. Okay. Jetzt haben wir Essen bis zum St. Nimmerleinstag. Nochmal die Scrolls. War langweilig. Schon wieder so dunkel oder was? Nicht drauf geachtet. Naja, gibt's einfach einen Stun. So. Lunge geht da nicht, weil es auf der falschen Position steht. Ganz nach vorne kann ich auch nicht gehen. Dann geht sie mal einen Schritt zurück. Damit Mira dann weiter vorne steht. Und jetzt nochmal ordentlich draufhacken kann. 7 bis 14. Press this advantage. Give them no quarter. Die ständig resisten, die Säcke. Jetzt steht Mira. Mira ist nicht sehr flexibel. Sie braucht wirklich die ersten zwei Positionen. Sonst kann sie ja nicht so viel machen. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Jetzt schauen wir ganz kurz hinten rein. Ob da ein Battle auf mich wartet? Nein, tut's eh nicht. Kann ich irgendwas benutzen? Nicht, dass ich was übersehe. Nee, dann gehen wir zurück. Der Dungeon ist eh nicht besonders groß. Und gleich weiter in den nächsten Raum. Ja, hier rein. Move to this room.
Klasse. Raum, auch nicht viel. Ist ein relativ entspannter Dungeon. Habe ich auch nichts gegen mal. Pile of Bones. Mhm. Kann man auch nichts drauf anwenden. Ups. Bloodthirsty. Ein negativer Quirk, wo man nicht genau weiß, was das soll. Ugh, die Schweineviecher. Erstmal die Gruppe voll kotzen. So, hoffentlich komme ich mit ihr zuerst dran. Dodge ist jetzt nicht besonders hoch. Kann man trotzdem mal machen, bevor man gar keinen Schaden macht. Sehr gut. Kann ich einen Stun machen und sie geht einen Schritt zurück. Dann steht Mira auch nicht mehr da so verkehrt. Das ist eklig. Kann ich jetzt die mal bitte weghauen? Das ist ja widerlich. Der gute 14er Crit mit dem Judgment. Kann man ja auch mal machen. So, 2 bis 5. Bisschen viel Stress teilen jetzt gerade aus. Heil noch mal kurz. Bin jetzt eh erstmal mit meinen Damage-Dealern gleich noch dran. Ja gut, außer sie weichen aus. So. Hm, Porträt. Das kann ich ganz gut brauchen. Und ein Moonshine Barrel. Wer soll sich das alles merken? Mit Herbs kriegt man 30% Bonus-Damage. Habe ich Herbs mit? Nein, habe ich schon benutzt. Wenn man Herbs nicht benutzt, hat man 22% der Chance, dass nichts passiert. 33% hat man Loot. 11% negativen Quirk, Alkoholismus. Und 33% holt man sich irgendeine Krankheit. Dann lassen wir es an der Stelle doch lieber bleiben. Promise of safety. Ha, überrascht. Ich gerade auch die Fackel angemacht habe. Borste, ja. Stun den einfach. Genau. Gutes. Ha, das ist auch sehr gut. Einen gleich weggehauen. So. Judgment macht 3 bis 7 Schaden. Illumination. Die Reihenfolge ist auch komisch hier. Von den Spells. So andere halt. Ist nicht ein bisschen seltsam. Kann ich das eigentlich ändern, die Reihenfolge? Naja, wurscht. Judgment. Oder Stun. Stun erreiche ich ihn nicht, weil er so fett ist. Und an dem komme ich auch nicht vorbei. Aber ich kann an ihm. Das If It Bleeds ist echt nicht schlecht. Weil es auch hintere trifft. So, und den verhauen wir jetzt einfach.
wie ist jetzt die Stun-Resistenz? 70. Probieren wir trotzdem nochmal. Sehr schön. Dann gibt es hier Illumination. Dann treffen wir ihn noch besser. Skeleton Key, vielleicht brauchen wir den sogar. Und damit hätte ich den Dungeon sogar schon geschafft. Hier ist noch ein Makeshift Dining Table. Das sind, glaube ich, die Sachen, die ich oft übersehen habe in so einem Raum. Mit Herbs. Kann man noch was bekommen. Man hat eine 50-50% Chance, dass man irgendwas Negatives kriegt oder was Positives. Mit Herbs würde man auf jeden Fall ein positives Ergebnis bekommen. Dann lasse ich es erstmal. So, jetzt kommen wir noch in den letzten Raum. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Ein paar Leute, die wir eben schnell verhauen können. Außer so, wenn natürlich Mira ganz hinten steht. Das ist ein bisschen ätzend. Wirklich gefährlich ist es nicht, aber es nervt natürlich ein bisschen, dass man jetzt hier... ...noch, dass sie so viel Stress noch kassieren. Dass sie sich langsam nach vorne schummeln. Jetzt verhauen sie da vorne, die arme Bostel. Aber jetzt werden wir langsam los. Oh, mir fehlt schon so ein Highwayman, das merke ich schon. Der auch mal einfach reinballert. Der Schaden ist so ein bisschen viel Utility, das funktioniert schon einigermaßen, aber... da geht durchaus noch mehr. Wenn man so überrascht wird, die Party so durcheinander geschaufelt. Das ist dann nicht so praktisch. Ja, da grabe ich mich jetzt nicht durch. Dann sind die alle gestresst bis zum geht nicht mehr und erholen sich in ihrem Leben nicht mehr. Nee. Dann haben wir den Dungeon noch hervorragend abgeschlossen. Du machst nur Arbeit, es gab nicht so wahnsinnig viel, aber das Stun-Amulett gab es. Ansonsten vom Geld her und auch von den Belohnungen war es jetzt nicht so sonderlich spannend. Und damit da ist ja auch auf Level 3 gebracht. Wild Adventurer, davon hat man nicht so viel. Steady, Stressresistenz ist gar nicht schlecht. 5% weniger Nahkampfschaden, darauf scheiße ich. Und Move Resist, das ist auch gar nicht schlecht. Das ist auch ganz okay. I was lord of this place before the crows and Bad rats Gambler made it their domain. Toll, wenn man den jetzt irgendwo hinschickt, kann er das sein, dass er Geld verliert. Dabei ist es doch eine billigste Möglichkeit, ihn irgendwo heilen, Stress hier zu geben. Dann ist da die Möglichkeit, dass er Geld verliert, ziemlich hoch. Wir haben jetzt 4 Leute auf Level 3, aber die Party-Zusammenstellung ist natürlich nicht ideal. Wir bräuchten eigentlich entweder noch ein Highwayman oder Mira vielleicht auf Level 3. Ist auch bald Level 3. Kann ich mal ein bisschen aufleveln. Und dann muss ich mal genau überlegen, wie ich die Party-Zusammenstellung mache. Also 2 Bestes, 2 Crusaders, nicht ganz so ideal. Das kann ich mir noch ein bisschen überlegen. Vor allem, ich kann auch nicht 3 Nahkämpfer mitnehmen. Also ich brauche mindestens einen Fernkämpfer noch. Aber wir können ja gleich mal in der nächsten Folge schauen, was der Stagecoach wieder vorbeigebracht hat. Und hier... Die schmeiße ich jetzt raus. Das irritiert mich. Hat ihr irgendwas Wichtiges? Nein. Tschüss. So. Und dann gucken wir in der nächsten Folge mal, was da angekommen ist an neuen Rekruten.